Wir werden hier mit diesem Taschenrechner diese zwei Matrizen A und B miteinander multiplizieren. Wir berechnen hier also A mal B. Vorsicht, dieses Produkt ist nicht kommutativ. Das ist nicht dasselbe wie Matrix B mal Matrix A. Wir berechnen also dieses da, und zwar anhand von diesem Taschenrechner. Dazu gehen wir zuerst ins Menü. Menü. Und fahren entweder mit den Kursortasten bis zu diesem Feld der Matrizen, Feld 4, oder wir geben einfach die 4 ein, was ich hier mache. 4, und wir wählen hier Matrix A, die wir ja zuerst noch definieren müssen. Also wählen wir die 1. Tipp. Wie viele Zeilen hat diese Matrix? 3. Also tippen wir 3. Tipp. Wie viele Spalten? Auch 3. Tipp. Jetzt müssen wir all die Elemente der Matrix A eingeben und jedes Mal durch Enter die Eingabe bestätigen. Tun wir das. Zuerst diese 0, wir tippen 0 und bestätigen durch Enter. Jetzt springt das Feld auf die zweite Stelle, da steht wieder 0. Also geben wir ein 0, Enter. Dann 1, Enter. Jetzt sind wir am Element 2, 1 angelangt, also geben wir ein 1, Enter, minus 1, Enter, 2, Enter. Jetzt noch die dritte Zeile, 0, Enter, 2, Enter, 1, Enter. Die Matrix A ist eingegeben. Was möchten wir jetzt machen? Wir haben verschiedene Optionsmöglichkeiten, also tippen wir auf die Taste Optionen. Tipp. Wir können jetzt eine weitere Matrix definieren, was wir ja auch machen möchten. Also tippen wir auf 1. Tipp. Welche Matrix möchten wir jetzt definieren? Die Matrix B. Also wählen wir die 2. Tipp. Anzahl Zeilen 3. Tipp. Anzahl Spalten auch 3. Tipp. Jetzt müssen wir hier alle Elemente der Matrix B eingeben. Das sind diese Elemente. Also 2, Enter, 0, Enter, minus 2, Enter, 3, Enter, 1, Enter, minus 1, Enter, minus 1, Enter, 0, Enter, 1 und auch die letzte Zahl müssen wir durch Enter bestätigen, damit sie an der richtigen Stelle steht. Was machen wir jetzt mit dieser Matrix? Wir haben mehrere Möglichkeiten, also mehrere Optionen. Wir tippen auf Optionen. Tipp. Wir möchten jetzt mit Matrizen rechnen, also wählen wir die 3. Tipp. Welche Matrix möchten wir jetzt bearbeiten? Wir haben mehrere Optionen, also wieder Optionstaste. Tipp. Wir möchten zuerst die Matrix A haben, also wählen wir die 3. Ich tippe auf 3. Tipp. Jetzt steht hier Matrix A. Und diese Matrix A möchten wir multiplizieren mit der Matrix B in dieser Reihenfolge. Matrix A jetzt mal, also tippen wir auf mal. Tipp. Welche Matrix folgt jetzt? Wir haben mehrere Optionen, also wieder Optionstaste. Tipp. Jetzt folgt die Matrix B, die ist mit der 4 versehen, also tippen wir auf 4. Tipp. Matrix A mal Matrix B. Um das Produkt zu erhalten, brauchen wir jetzt nur noch die Enter-Taste zu drücken. Tipp. Hier steht jetzt A mal B. Also, diese Matrix überprüfen wir, minus 1, 0, 1, minus 1, 0, 1, dann minus 3, minus 1, 1, minus 3, minus 1, 1 und die letzte Zeile 5, 2, minus 1, 5, 2, minus 1. Stimmt. Wenn euch diese Erklärungen gefallen haben, dann könnt ihr dieses Video gerne liken. Und wenn ihr Lust auf mehr Mathematik habt, dann könnt ihr gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren.
Ich freue mich über jeden Klick und über jeden neuen Abonnenten.